Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde des gepflegten Radsportes. Heute habe ich mal wieder einen weiteren Klassiker für euch. Und zwar geht es darum, Tubeless-Montage. Wie montiere ich mein Fahrrad eigentlich richtig tubeless? Und das zeige ich euch mal heute. Als erstes ist es immer wichtig, dass ihr das Felgenbett von innen richtig schön sauber macht, dass das auch richtig schön fettfrei ist, damit da keine Rückstände mehr sind vom alten Felgenband oder von der alten Lichtmilch. Ein bisschen Bremsenreiniger. Und dann die Felge schön gründlich von innen einmal abreiben. So, damit wäre auch die Felge von innen schön sauber gemacht, sodass das neue Felgenband noch ordentlich kleben kann. Wir suchen uns das Ventilloch. Hier ist das Ventilloch. Und auf diesem Stück, von hier bis hier, sollte sich das Felgenband überlappen. Weil wir hier später das Ventil durchstechen, dann ist das halt immer ein bisschen dünnwandig. Deswegen lieber einmal doppelt kleben. Der Anfang ist immer sehr wichtig, dass wir den ordentlich kleben. Und dann abrollen, schön straff ziehen und ins Felgenbett legen. Mit dem Finger einmal nachdrücken. Jetzt sehen wir wieder, dass wir hier am Ventilloch sind. Das dürfte sich ungefähr hier befinden. Also gehen wir bis zur nächsten Bohrung einfach weiter. So, dann nehmen wir uns eine Schere. Ich habe keine. Schere. Bedankt. Dann schneiden wir das Ganze halbrund ein. Und das Ganze dient, dass die Spitzen von dem Tubeless-Felgenband, die kleben halt am schlechtesten. Um das zu minimieren, schneiden wir das einfach so ein bisschen abgerundet ein, drücken es dann auch schön fest nach, die Seiten nicht vergessen und schon sind wir sicher, dass sich das Felgenband nicht mehr lösen wird oder sich da Lichtmilch drunter zieht. Ein kurzes Nachdrücken kann nie schaden. Einfach mit dem Finger das Felgenbett nochmal nachgehen. Und dann sind wir auch schon so weit, dass wir das Ventil einsetzen können. Ihr nehmt das Ventil und steckt das von unten einmal durch. Und dann seht ihr hier oben, wie es sich schon ein bisschen durchdrückt. Dann wissen wir ganz genau, dass sich das dort befindet. Stellen es fest auf den Boden, drücken das von oben einfach da durch. Kommt die Dichtung, ganz wichtig. Überwurfmütterchen. So, jetzt hätte ich noch einen kleinen Trick für euch. Und zwar bekommen wir das Tubeless-Ventil mit dem Druck von hier oben und der Kraft von den Fingern hier unten nicht wirklich festgedreht. Deswegen nehmt euch einen handelsüblichen Schraubenzieher, Imbusschlüssel, was auch immer. Sollte eine weichere Kante von oben sein, jetzt nichts Hartes. Stellt die Felge sicher auf den Boden, legt den Schlüssel auf und drückt von oben mit der Hand das Tubeless-Ventil richtig rein. Und dann seht ihr, dass ich ohne großartigen Kraftaufwand noch locker 2-3 Umdrehungen machen kann, bis das auch wirklich fest ist. Und schon ist das Ventil montiert. So, kommen wir nun zum fast finalen Schritt, der Reifen. Der Reifen wird aufgezogen, wie jeder andere Reifen auch. Jetzt gibt es verschiedene Methoden, euer Laufrad tubeless zu bekommen. Zwei Stück. Die erste besagt, ihr schraubt euer Ventil raus und befüllt über dieses Ventil mit Dichtmilch den Reifen. Die andere Methode ist, dass ihr den Reifen jetzt mit der Seite komplett aufzieht und hier unten auf dem Stück 10-15 cm einfach ein bisschen Platz lasst, wo ihr die Milch so reinfüllen könnt. Ich zeige euch das einfach mal. Dichtmilch gut schütteln ist auch immer wichtig. Und dann heißt es auch schon rein. Bei einem 29 Zoll würde ich euch so um die 90 ml empfehlen. Bei einem 27,5 halber reichen locker 60 ml. So, jetzt haben wir hier das offene Loch mit der Dichtmilch, damit diese nicht mehr rauskommt. Drehen wir das Laufrad ganz vorsichtig, dass die Milch runterläuft in den Reifen, wo er schon auf der Felge sitzt. Und jetzt können wir von hier der Seite den Reifen einfach aufziehen. Und drauf ist er. Ihr seht, ich bin nicht versaut, mein Arbeitsplatz ist nicht versaut. Es geht also auch so. Jetzt kommt noch eins, die Luft. Dann sehen wir auch schon, ob wir vernünftig gearbeitet haben. Und das war das offizielle Zeichen, dass der Reifen sitzt. So, das Ganze kontrollieren wir noch einmal, indem wir einfach auf diese Linie achten, die hier unten ist. Natürlich auch da oben. Die geht einmal komplett rund. Und die sollte überall sichtbar sein, dass man überall denselben Abstand hat. Erste Seite, zweite Seite. Wunderbar. Damit drehen wir das Ventil zu. Drehen noch einmal dran.
ob der Reifen auch überall sitzt und ein gerader Auslauf des Reifens gesichert ist. Und wir sind zufrieden. Das war's für diesen Monat, meine Freunde. Ich hoffe, ihr habt Spaß, könnt meine Tricks anwenden und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Viel Spaß beim Radfahren.